Sandra, wie fühlt es sich an als leistungssportliche Rentnerin heute, einen Tag nach deinem letzten Jahr Rennen als Leistungssportlerin? Ja, also bis jetzt noch nicht wirklich anders. Also klar, gestern war es schon ein bisschen emotional, als wir dann gestern Abend wirklich dann auch verabschiedet wurden. Und auch der ganze Empfang nach meinem letzten Wettkampf, wo dann wirklich viele Freunde und Familie alle auf mich gewartet haben, da im Ziel. Das war dann schon, aber das war alles so viel, deswegen mal schauen, bis ich es irgendwie verarbeitet habe. Und bis es dann ankommt, dann denke ich, ja, wird schon mal die eine oder andere Träne wahrscheinlich fließen, weil es wirklich eine schöne Zeit war. Und natürlich werde ich immer dem Langlaufsport irgendwie erhalten bleiben. Ja, ist dann gar nicht so einfach, aber es fühlt sich auf jeden Fall richtig an, dass ich mich so entschieden habe. Und freue mich einfach jetzt auf das, was kommt. Und deswegen, geht es mir eigentlich ganz gut. Nun kam ja für viele in der Szene dein Rücktritt etwas überraschend. War das für dich auch eine eher kurzfristige Entscheidung, sage ich mir, oder hast du dich länger mit dem Thema beschäftigt? Genau, also für viele kam es vielleicht überraschend. Für mein enges Umfeld und für mich kam es jetzt ist natürlich nicht so überraschend wie so viele andere, weil ich jetzt langfristig einfach nur bis wirklich zu diesem Jahr erstmal so gedacht habe. Dass letztendlich wirklich jetzt halt auch so ausfällt, das natürlich konnte ich jetzt auch noch nicht letztendlich dann sagen, aber natürlich habe ich mir viele Gedanken gemacht und habe mich dann halt für den Weg entschieden und der fühlt sich richtig an und ja, ich glaube, ich bin glücklich damit, wenn es jetzt einfach einen anderen Weg auch noch gibt für mich. Gab es einen Auslöser, sage ich mal, in der Vergangenheit, wo du gesagt hast, jetzt ist es Zeit aufzuhören? Nee, es gab keinen Auslöser, aber es ist für mich war schon immer eigentlich klar, dass ich das jetzt nicht ewig machen will, dass ich halt eben auch noch was anderes machen will. Und es ist wirklich eine richtig, richtig coole Zeit gewesen und so viel mitgenommen. Und dass man das Hobby zum Beruf machen kann, das ist auch wirklich ein Privileg. Und da bin ich so sehr, sehr dankbar dafür. Und jeder, der da mitgemacht hat, ich kann tausendmal Danke sagen. Deswegen freue ich mich jetzt auf was kommt. Nun war ausgerechnet deine letzte Saison deine erfolgreichste, wenn man so will. Das erste Mal Einzelpodest. Kam da vielleicht mit diesem Erfolg, sage ich mir, dann doch nochmal der Gedanke, vielleicht doch weiterzumachen und vielleicht doch nochmal zu schauen, was geht? Ja, genau. Erfolgreicher glaube ich jetzt nicht. Eben, es ist das Podium dabei, das natürlich, aber es war jetzt nicht erfolgreicher wie jetzt, glaube ich, die Jahre davor. Aber natürlich weiß ich, eben, es ist mir nicht leicht gefallen, weil ich ja weiß, dass ich noch vorne mit sprinten kann, das weiß ich und das traue ich mir auch zu. Aber das ist eben nicht alles. Es hängt halt so viel dran und so viel dahinter, dass man halt eben dann in dem Winter oder bei den Sprints oder bei den Distanzrennen, dass man halt da vorne mitkämpfen kann. Und es sind so viele Faktoren, die damit reinspielen, dass es halt dann wirklich, also es geht nicht darum, dass dann nur auf den Tag X halt wirklich dann auch parat steht, sondern was halt, wie man das angeht und dass es auch rauskommen kann. Und das habe ich mir halt eben dagegen entschieden und genau so ist das. Nun hast du es angesprochen, du wirst im Sport in der einen oder anderen Funktion erhalten bleiben. Gibt es da schon konkrete Pläne oder Überlegungen, in welcher Form? Ja, genau. Also ich fange dann in 2 Wochen sogar, geht mein Studium schon los, genau bei mir zu Hause im Schwarzwald. Und da freue ich mich eben schon auf neue Aufgaben. Vielleicht ist es ganz gut, dass ich so komplett wieder beschäftigt bin und nicht irgendwie lang nachgrübeln kann über irgendwas. Und da freue ich mich wirklich und dann mal schauen, was einfach das Leben noch so offen hält. Und ja. Und dem Sport an sich, sage ich mal, wirst du schon deswegen erhalten bleiben, weil du deinen Freund Fabian Riesle natürlich anfeuern wirst, oder? Genau, ja, eben. Also er ist als Leistungssportler immer noch voll im Geschäft mit drin. Deswegen werde ich da immer irgendwo dabei sein. Und ja, mein Langlaufteam ist immer noch mein Team und da werde ich immer irgendwo dabei sein, oft mal zum Zuschauen kommen, denke ich. Und ja, da werden wir mal sehen. Auf jeden Fall werden sie mich nicht so schnell los. Dann wünschen wir dir auf alle Fälle alles Gute auf dem neuen Lebensweg. Und danke dir für die vergangenen Jahre. Danke. Danke.